Erstes Hof- und Heimatfest in Engelsdorf. Am Samstag und Sonntag fand das erste Leipziger Fest mit ländlichem Flair statt. Das Besondere daran war die unter Leipzig-Stadtfesten einzigartige familiäre und gemütliche Atmosphäre, sowohl unter den Veranstaltern als auch den Gästen. Da kommt eher Gemütlichkeit auf, weil man dann mehr zusammenarbeitet, sich gegenseitig hilft und das macht ein Hoffest aus und das merken auch die Besucher. Und so ist man letztendlich, kommen Familien zu einer Familie auf dem Hof. Und das ist auch für mich eine neue Erfahrung und das finde ich so schön. Also wir möchten auch aufgrund des Aufwandes das natürlich Tradition finden lassen in den nächsten Jahren. Begleitet wurde die Veranstaltung von live gespielter Orchestermusik. Die Kinder hatten zudem die Möglichkeit, Alpakas zu bestaunen, Karussell zu fahren oder an einer Kutschfahrt teilzunehmen. Die Erwachsenen konnten bei einem Rauchbier gemütlich plaudern. Und dass das scheinbar greift und interessant ist auch für die Menschen, die hier leben, das hat der Tag heute bewiesen. Und dieses Hoffest, wie er in anderen ländlichen Gegenden Hoffeste heutzutage typisch sind und sehr beliebt, ist eben jetzt auch in Leipzig möglich. Außerdem stellten kleine einheimische Unternehmen ihre Waren aus. Von der Kürbisausstellung bis zur Kunstschmiede war alles mit dabei. Mit den Besucherzahlen zeigte man sich bei diesem ersten Fest sehr zufrieden.